das war ein Spaß. Wow, das war ein Spaß. Ich melde mich, wenn ich nächstes Mal einen Rennen organisiere. Alles klar. Gut, Manu. Du planst die Sache und meine Jungs werden dann mit dir alles klar machen. Klar, cool, danke, Mann. Bis später. Hey, schon gehört? Zusammen driften mit der Hoonigan-Crew. Die haben's echt drauf, Mann. Das sollten wir nicht vergeigen. Wir sehen uns da draußen, okay? Lass mich bei der Sache bloß nicht hängen, Mann. Bis später. Alles klar. Naja, hier wieder irgend so ein ach, Schwachsinn da. Du bist bereit für die Show, oder was? Yeah. So, wir haben ja weiter keine neuen Nachrichten. So, was haben wir denn? Überzwinge zwei Straßensperrverfolgung und entkomme. Diesen Rotz da, ey, weißt du? So, dann komm, dann machen wir jetzt mal hier, wo haben wir denn das, so ein rotes Zeichen hier, da. So, ich weiß, da sind wir noch nicht fertig, da. Meine Fresse, sind so oft zum Bagger da draus. Ich denke jedes Mal, aber was hupt denn da so komisch, ey? Ja, hier ist keine rotes Flammchen, was? Events? Es sind jede Menge Events. Sammelobjekte. Einrichtungen. Aktivitäten. Alle. Ja. Ja. Schön wäre das, wenn man auch für die Polizeifluchtenkacke hier irgendwie mal ne, auf was auf die Beine stellen würde, so dass du auch was davon hast. Ja, das ist jetzt gerade echt mal irgendwie so ein bisschen, wo ich denke, ey, weißt du, bezwinge die Events mit Ken und Manu. Ja, sieh einen nach was? Sieh in deinen Nachrichten nach. Amy, ja, habe ich doch gemacht. Warte mal, Mission? Ist das gleich eine Mission oder sowas? Schon wieder? Moment. Hey, ich bin's. Wahrheit oder Pflicht? Du hast Pflicht. Tune deinen Wagen und teste ihn. Die Gänge müssen passen und du brauchst eine gute, glatte Gerade. Also los. Bis später, Mann. Das müsste doch eigentlich... teleportieren wir uns wieder hierhin. Fahren wir dann mal eben geradeaus und dann einmal links rum in die Garage wieder. Damit der Scheiß auch mal ein Ende hat. So, jetzt müssen wir nur noch auf den Ladesimulant warten hier. Oh, ist fertig. Jawohl, ach, hier fährt doch, hätte doch mal bremsen können, fährt da hinten gegen die Mauer, das haben sie aber echt doof gemacht, ey. Mann, das schöne Auto, ey. Ja. So, und? Wie jetzt? Was denn? Komm mal, Leistungstuning, komm, es war 325.000. Ist vorhanden. Gehen wir mal einmal durch. Level 43. Wir haben erst Level 42. Oh, mit Amy's frei. Ja, ganz toll. Vorhanden. Also ich glaube nicht, dass wir noch was kriegen. So. Haben wir das noch? Warte mal hier. Okay, das geht auch. 300. Ja, 350 Topspeed. Also ist unser Wagen doch vollkommen geeignet für ihre Action, ey. Ja, haben wir das auch noch da rein. So, mal ein bisschen mehr. Wir müssen mal Dampf machen unter dem Bock hier. So, wir haben ja genug Kohle, ey. Eigentlich wollte ich ein bisschen sparen. Ich bin ja so in dem Spiel ein bisschen Sparer. Nur hier live gebe ich immer sofort das Geld aus. Weil, wenn ich viel da, kannst du auch nicht viel behalten. So, Nitro auch rein. Meh. So, wir sehen mal, ob wir gleich mal fertig sind.
noch bessere Reifen. Oh, vorhanden. Vorhanden. Ah, Level 47. Ah, die meisten Sachen kriegst du natürlich erst mit Level 100. Und über Amy's Vision 48. Oh. Aber jetzt war schon eigentlich wieder durch, ne? Oder? Gut, das kriegen wir jetzt hin. Unser Hirsch hat jetzt die PS-Zahlen. Überleg mir immer noch, da mal eine neue Karre zu kaufen. Aber, ja, gute Frage. Nächste Frage, welche Moped? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das haben wir ja Wagen auswählen. Nein. In Lager ausverschieben. Jo. So, das auch mal in Lager ausverschieben. Ich brauche die Porsche nicht. Ich weiß nicht, wenn wir 300.000, ich weiß nicht. Aber ganz nach hinten, fangen wir mal eben ganz schnell hinten an. Weiß nicht, ob wir eine Karre finden. Naja, Ferrari, nee. Bin ich beim Camillo gefahren, komme ich nicht mehr klar. Ich meine, er sieht zwar so nicht schlecht aus, aber ich weiß es nicht. Also vielleicht denke ich mal, so ein Muscle Car wäre jetzt mal vielleicht irgendwie so. Ich denke, ja, da hätte ich mal Bock drauf, so. Irgendwas Amerikanisches. Camaro zum Beispiel, 2014. Ich weiß nicht, wie der sich fahren lässt, aber der hätte, auf den hätte ich jetzt Bock. Was, den hole ich mir jetzt. So, zack. Zack, kaufen wir uns mal einen schönen Camaro. So, sehr schön. Wie viel Kohle haben wir jetzt noch? 225.000. Wollen wir eben auswählen. Heißt, für den Camaro werde ich mir natürlich auch wieder... Nein. So. Ach ey. Ach, schaut, dass der so... Nein. Dann wird er so. Sieht aber doof aus, ey. Leute. So, und warte mal. Da müssen wir noch. Die ist immer schwarz, immer. Ihr kennt das doch selbst von euch her. So. Boah, carbonlastig, der Kack, ey. Oh, das gefällt mir, oh. Das hat er was. Ja. Rundstänger. Frontstänger. Nee. Was? Bodenfreiheit, Winkel? Gibt's einen Winkel? Okay, keine Ahnung. Spur weiter vorne. So, mal nach draußen. Ja, so, das haben wir Sturz vorne. Sturz hinten. Aber gut in die Kurve. Ja, nicht so schräg. Ich mag dieses ganz so schräge nicht. Das ist. So, ja, noch ein. So, ich mag das so. Ja. Ohne Änderung fort. Habe ich das jetzt gemacht oder nicht? Noch Jochen, du ärger mich nicht. Wohnfreiheit Winkel, ja, keine Ahnung. Oh, nee, noch ein Stück, ja. So. Jetzt haben wir es, so. So, was machen wir noch? Scheinwerfer. Ja. Böse, immer gut. Jetzt muss ich den auch noch extra machen. Oh, Leute. Hä? Was ist denn das für ein Kack? Der ist schwarz und der ist... Hä? Einlassbeleuchtung. Wieso sehen die kaputt aus? Dann hören wir da sonst anders. Also, nee, ey. So, warte mal. Ich versuche jetzt mal den jetzt. Der soll schwarz sein. Verändert sich überhaupt nichts. Was ein Scheiß, ey. Ach ja, können wir keine Schwelle. Ja. Nee, lass mal die dran sind. Die passen eher zu dem Moped hier. Überall hast du verkackten. Carbon, immer nur Carbon. Carbon. Also so ein Scheiß, ja, was ausmachen würde. Ey, so ein Rotz, ey. Carbon, Scheiße, Alter. Ich könnte kotzen, ey. Ganz ehrlich, ey.
Nee, ich will nicht Rahmen ändern, ich will erstmal Text schreiben. So. So, haben wir jetzt Virus drin. Ja, sieht doch gut aus. So. Jo. So, 3.000-5.000 Mal bestätigen, ey. Mann, oh Mann. So, was haben wir hier? Das sieht ja so unnötig aus. So. Nee, nee, ja, den nehmen wir. Ja, was ist? Ach, ich will doch kein Foto machen. Ist du so besoffen, ey, oder was, ey? So, haben wir. Motor haben wir auch. Jo. So schlecht sieht das ja eigentlich gar nicht aus, ne? Tiefer gesetzt haben wir ihn auch. Den Spoiler hat er behalten, das ist auch gut. Auspuff können wir jetzt. Oha. Die sieht ja brutal aus. Aber ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Ja, doch. Ging schon. Kaufen. Jawohl. So, sehr schön. Ja, ich bin gerade im Teamspeak reingeguckt. Kann ich ja so zack, zack. Hinterräder. Beschreiben, wenn beim Bremsen. Bam, bam, bam. Reifen. Jawohl. Okay. Felgewechsel. Ja, man sieht jetzt nur wirklich groß Felge, aber nicht das Gesamtbild, ob das jetzt im Auto passt oder nicht. Also bei so Crew haben die mehr Auswahl. Ja, was ist denn da los, ey? So. Hm. 50.000 Felgen. Ein sagen, oh ja, die sehen nicht schlecht aus, und dann nehme ich doch die und ich suche das gewisse Etwas. Da bin ich hinten angekommen und also ich weiß auch nicht, ey. Der arme Camaro, ey. Ich gekauft, fertig, Arschlecken. So. Ich weiß noch. Försteiner. Försteiner. Steht natürlich jetzt auch nicht da, auf welcher Position die vorhanden sind, damit wir nicht wieder großartig lange suchen müssen. Für vorne. Leute, Leute, Leute. So, was haben wir denn hier? Aha. Machen wir schwarz. Machen wir erstmal schwarz, wa? Ja, an hinten. Ja, Sigi, Sigi, ey, Sigi Schweizhocke. Okay, das lassen wir. Möchte fortfahren, ja. So, machen wir mal raus. Hey, war raus. Lassen wir einen Moment. Speedrun, das hatte ich das beim letzten Mal schon, oder? Falken, Falken, Hancock. Immer Falken. Falken ist gut, ja. So. Das gleiche machen wir jetzt hier vorne auch. Ne, ich will keine Scheibenbremsen jetzt hier. So, das haben wir. Das machen wir Größe, Größe, Größe. Premiere Farben. Die? Nee. Die? Ich denke, das waren die. Rot hat natürlich auch was, aber ich bleib bei Schwarz. So. Was
dürften jetzt die gleichen Felgen sein. Jo, das sind sogar die gleichen Felgen. Gut, so, Spiegel haben wir, Breitbau haben wir. So, wo? Da Sturz hin. Ach so. Aha. Neutral. Spurweite. Doch, so ist gut. So gefällt mir das. Spurweite vorne. Okay, das ist, glaube ich, für vorne ein bisschen viel. Setzen wir vorne ein bisschen rein. Nicht so viel. So. Ja, doch, komm, lass was mal so. Bodenfreiheit. Vorne, hinten, Winkel. Hör doch mal auf. Machen wir so, da Mitte wollte ich gelassen, genau so. Spur hinten, vorne. Also, okay. Bestätigen, so, dann haben wir jetzt auch. Aber ich finde es merkwürdig wegen den Scheinwerfern. Da mache ich auf schwarz-weiße zuweisen. Und hier. Was? Ja, kann ich nicht mal Scheinwerfer-Dings ändern? Also, ne, danke Need for Speed für den tollen Bug. Habt ihr mal wieder total failed. Ne? Das könnt ihr ganz gut. Ich sehe nichts. Was verändert das denn? Waste I Leiblech Typ 3. Was? Inkompatibel. Jo, dann schiebt ihr das doch sonst wohin, ey. Wieso gibt es hier irgendein Unkompat was? Seitenschwiller zum Freischalten, Optik-Tuning entfernen. Aha, genau. Genau, ganz geil. Ganz geil. Naja, ich denke mal so einigermaßen sieht das schon mal nicht schlecht aus, ne? Oh, wir haben ein neues Auto in unserem Jaguar. So, wir werden aber jetzt wieder auf meinen Skyline wechseln, weil ne, der besitzt einfach mal mehr Power. Bevor ich den jetzt aufmotze da hinten und den richtig einstelle, will ich natürlich auch ein geiles Design mit auf Lager haben und damit der Karre natürlich auch fahren. Das habe ich mit dem Skyline, mit dem Golf so gemacht. Also, bleiben wir das so.